Servus, bin hier am Kurvenkratzer. Fahre die, glaube ich, das vierte Mal oder das dritte Mal. Joe treffe ich in 1,5 Stunden etwa. Jetzt ist es gleich 11 Uhr. Ich fahre den jetzt mal. Ich bin eigentlich nur hier, um Kastanien, um Esskastanien zu sammeln. Und den Spot finde ich anders nicht. Da müsste ich von unten irgendwo hochtreten. Dann habe ich da nicht so viel Lust drauf. Deswegen fahren wir oben vom Kurvenkratzer rein und dann kommen wir zu den Kästen. Und dann treffe ich mich später mit dem Joe und gucken wir mal, wo wir dann lang fahren. Viel Spaß. Wir müssen auch gucken, es gibt ein Foto von mir auf so einem Stein, wo ich weggerutscht bin. Weiß nicht mehr, was da das Problem war. Ich war, glaube ich, zu weit rechts, dass ich da weiter links fahre. Schauen wir mal, ob ich den mitnehme. Aber jetzt muss ich wieder ein bisschen Entdeckungstour machen. Guck mir hier alles im Neuland vor gerade. Das ist auf jeden Fall neu. Den lassen wir mal aus, den kann ich eigentlich nicht hier, aber muss jetzt halt sein. Da müsste das Ding gleich kommen. Hier ist nicht dieser tolle Stein, der mich weggeschoben hat. Und hier genau muss man nämlich links fahren. Da bin ich letztes Mal, glaube ich, hier an der Wurzel. Weil die nass war, bin ich zu weit rechts gekommen. Dadurch, dass ich am Stein vorne schon weggekippt bin, bin ich da weggekommen und dann hier irgendwo runter. Okay, daran erinnere ich mich gerade nicht mehr so, an das Ende hier, ja, aber also an den Punkt hier, aber dass das hier so steil war, jetzt geht es da vorne gleich wieder rein. Das Tolle ist, ich habe hinten gar kein Profil mehr, aber im Trockenen geht das. So sieht ungefähr mein Profil gerade aus, ich hoffe man sieht das. Ist aber ein Max Grip, meine ich, von der Gummimischung her, Max Grip, ein DHR2 Minion. Heißt, der hat trotzdem noch Grip, weil er halt relativ weich ist. Das Lustige ist auch, ich habe ganz vergessen, Luft rauszulassen. Deswegen bollern wir hier wahrscheinlich so komisch rum. Vorne könnten so 2,5 drauf sein. Hinten wahrscheinlich, hinten auch. Weil ich die ganze Zeit für Straße genommen habe. Das mache ich aber dann später, wenn ich mit dem Joe fahre. Passe ich das an. Für hier sollte es reichen. Na, hopp. Gut ist, wenn die hinten abgerollt sind, so, dann bauen die nicht mehr viel Grip auf, dann kannst du einfach in die, oh Gott, einfach in die Kurven rutschen. Das heißt, dann ziehst du dein Hinterrad einfach nur noch hinterher. Das geht hier eigentlich ganz gut. Oh, das sind jetzt die Kästen. Ach, da bin ich zu langsam. Hier kommen, glaube ich, zwei kleine Dumpels, soweit ich noch weiß. Hi.
fahren ihn nicht ganz durch. Ich bin ihn noch nie weiter gefahren als bis zu dem Ende jetzt. Habe ich irgendwann mal vor, aber aktuell wieder nicht. Ach, da ist auch ein Kicker. Ich meine, der war damals auch nicht. Und so weiß ich noch nicht, was wir fahren. Das wurde eigentlich unser Ursprung Darkstone, aber dann hat er gesagt, dass er später wird. Weil von Darkstone aus hätten wir drauf aufbinden können, aber ich wollte jetzt Darkstone. Da liegt ganz schön scheiße der Stein. Wo geht's denn hier? Ist alles zugelaubt hier. Ja, Darkstone waren wir jetzt alleine, beziehungsweise Gravedigger. Hatte ich jetzt nicht so Lust drauf. Irgendwo geht er hier weiter. Ich glaube hier vorne oder. Ne, hier geht er weiter. Aber wie gesagt, ich war nur bis hierher. Nee, Gravedigger und Darkstone wollte ich jetzt erstmal auslassen. Da hatte ich irgendwie ein schlechtes Gefühl gerade. Und vor allem hier liegen schon Kästchen. Vor allem wenn ich alleine bin, muss das halt nicht sein, wenn dann was passiert. Da habe ich ein bisschen mehr Respekt vor mittlerweile. Ja, deswegen mache ich das vielleicht mit dem Joe später, die Tour. Aber schauen wir mal. Jetzt erstmal Kästchen sammeln. Wunderschöne Anliege. Ungewohnt. Scheiße. 19. Achso, stimmt, die Zeit. Puh. Weiter? Ja. Ganz kurz, mit eben unten voll dran geschlagen. Ich hoffe, das war das. Gut, ich habe ja ein Ding, ist egal. Ich habe ja einen Bassguard nach unten. Ich bin oben bei dem Stein voll aufgesessen. Oh. Naja, aber ich habe so ein Ding. Ich habe so einen Bassguard nach unten. Oder ist es hier aufgesessen, glaube ich aber nicht. Ja, das ist hier. Das hier war schon, der ist hier aufgesessen. Ach, gut. Alles gut. Ja, ja. Ich habe erst gedacht, voll an den Rahmen unten dran, aber
Ich hätte vergessen, dass ich jetzt Basecap dran habe. Ja. Komplett die Ausdauer, Alter. Das ist unglaublich. Da vorne runter. Warte kurz. Oh, ja, lass hier runter. Mir fehlt so die Ausdauer. Ja, du musst wieder aufhören. Ja. Ich weiß nicht, ob das nicht zu wenig war, es hat wieder zweimal Klong gemacht. Kann auch sein, dass es nur wieder was gesetzt hat. Naja, hier können wir, weiß nicht, geradeaus oder rechts? Wir können auch rechts, also wir müssen das geradeaus, mir ist egal. Okay, rechts. Ja. Ja. Ja, es geht. Du warst mir kurzzeitig zu langsam. Ich? Ja. Ja. Ich hätte noch ein bisschen warten müssen, bis du drin bist, komplett. Was machst du denn? Das ist auf jeden Fall nicht so wie immer. Aber willst du ausweichen, dass du hier nicht hängen bleibst? Ja, da hat er Angst. Oh Gott.
Was ist denn das hier, ey? Hä? Links oder rechts? Mir egal. Hier ist einfach und hier ist schwerer. So wie immer. Okay. Fahren wir lieber links. Erzählt ihr danach, wie soll das laufen? Ja, guck, ich bin gefahren. Schau mal die Pedale an. Oh. Ich habe 120 Euro bezahlt. Ja und? Aber die kosten 200 Euro, verdammte Scheiße. Und mit so einem Scheiß aufweist die Pedale nicht. Knaut nicht. Das ist irgendwann schon, aber ich sag's noch. Deswegen schieb ich vor deine Kamera. Hier sieht man ja nichts mehr. Der ganze Weg war voll mit Staub.
das hat sich nicht gesund angehört. Weil so gerade ausfällt, machen wir jetzt Abkürzung. Ah! Abkürzung nimmt. Oh ne, meine Hände tun weh, ausdauermäßig krass, ja. Glaube ich, ja, du bist außer Ding, außer Kraft. Ja. Alles wieder aufbauen. Jetzt Burger, ne? Okay.